Fall nicht erschrocken. Jo Leute, herzlich willkommen zum Vlog. Ja, es ist passiert, was die meisten Hater vermutet hatten. Ist das die neue Crip oder was? Ich glaube nicht, du Mistgeburt! Muss mir was Eigenes einfallen lassen. Ich glaube nicht, du! Alles klar, zeige ich euch die richtige Crip. Boss, man kennt ihn. Bananenbäume, wie immer. Also, er ist schon echt für Innenstadt, Digga. What the fuck? What the fuck? Das Geilste ist halt, wenn du hier am Arbeiten bist, die View einfach, die ist halt schon anders. Also auf der Kamera kommt es jetzt nie so rüber wie in echt. Ihr wisst selber, wie es ist, aber es ist auch viel heller hier drin, jetzt als gerade auf der Kamera. Und ist irgendwie, ja, ihr wisst, was ich meine. Ist schon nice. Da wird jetzt immer gefrühstückt, auf Ehre. Und hier führt dann so eine Treppe nach oben. Hier. Und der nächste Bereich von der Crib ist am Stissel. Arbeiten, Mann! Ich habe es satt, immer die gleiche Scheiße zu machen! Ich will das nicht mehr machen! Okay. Und hier haben wir jetzt noch eine Couch. Das wird die Couch für die unartigen Gäste. Es hätte sich aber ganz viel an. Auf jeden Fall hat man da nicht so viel Platz drauf. Die haben auch einen kleineren Fernseher. Aber es gibt natürlich auch noch ein größeres Gästezimmer mit einer ausklappbaren Couch. Was für ein Wort. Und einem größeren Fernseher mit DVD-Player. Ehre geht raus. So, und jetzt gehen wir rüber in mein Schlafzimmer. Ich habe schon mal drin gepennt, deswegen sieht das Ganze so aus. Aber das Ganze hat einen richtig nice Balkon. Wenn man rausgeht, Leute, ihr wisst Bescheid. Und jetzt hat sich auch mein Mikro wieder beruhigt an der Cam. Endlich ein Ankleidezimmer mit einer kaputten Couch, die noch repariert werden muss. Let's go, der Hase. Kommen jetzt meine ganzen Anzüge rein. Mein einer, den ich hier mitgenommen habe, Digga, let's go! Dann habe ich hier natürlich meine eine Jacke, die ich mitgenommen habe, meinen Rucksack und mein Koffer. Das war eigentlich schon ein bisschen Steuerzeug. Ja, das muss man als Unternehmer. Das muss man als Unternehmer immer mit dabei haben, ja? Weil das Finanzamt, das ruft dich an und sagt, sei mal schau, hast du schon bezahlt oder was? Und dann muss ich sagen, ja. Okay, wir haben noch ein Zimmer. Bad haben wir auch noch am Stiefel. Aber jetzt kommt noch was richtig Nices, und zwar mein Gästezimmer. Yay! Auch richtig nice. Richtig bequem, was hat's. Ich überlege, ob ich hier penne und nicht drüben. Weil drüben ist echt hart. Und natürlich die klassischen Einbauschränke, die du hier halt immer so hast. Also, wenn ihr mich mal besuchen kommen wollt, dann that's the place to be. Alles klar. Habe ich alles? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch so richtig. Jetzt zeige ich euch mal was. Das habe ich voll vergessen. Ich habe so richtige Cringe-Räume hier. Ich habe mich im Fall nicht erschrocken. Ich dachte, hier wohnt vielleicht irgendeiner. Zu den Waschräumen. Die Küche habe ich noch gar nicht gefilmt. Ich bin so lost. Das ist die Küche. Was soll ich dazu sagen, Mann? Hier ist ein Herd, Ofen, Spülmaschine. Alles klar, die Mikrowelle finde ich übelst geil. Die ist komplett Ehre. Guck mal, was die alles kann, Mann. Ich hatte seine von 1938 wahrscheinlich. Wahrscheinlich gab es da Mikrowellen und 1938, aber egal. Ja, hier habe ich ein bisschen Kühlschrank, die ist das. Man kennt es, Snack-O-Wack ist schon drin, frisch gekocht. Und hier ist noch gar nichts drin, aber ich muss jetzt nachher sowieso mal einkaufen gehen. Ja, was die Fenster sollen, kann ich die nicht verschieben? Nee, nicht. Okay, alles klar. Na, ist auch auf jeden Fall eine schöne Küche.
ist halt schon alles voll möbliert. Das ist halt so das Ding. Also egal, was ich brauche oder sonst irgendwas, ich habe einfach alles am Start. Das ist echt, echt richtig Ehre. Snack Awake und ein bisschen was habe ich eh mitgenommen am Anfang. Kann hier auch wieder Leute beim Chase anrufen, mein Kind. Und jetzt habe ich das letzte Bad. Tada! Das letzte Bad, Friends. Mit was Schönerem kann man einen Vlog denn beenden, als mit einem Pissoir? Alles ist klar. Ich glaube, an diesen Views werde ich mich nie satt sehen. Das ist schon echt anders Ehre. Uiuiui. Nice. Ja, Friends, ich glaube, das war's mit der Roomtour, oder? Das war jetzt aber nicht lang. Ja. Bis dann. Ja, genau. Wenn ihr mehr von Madeira sehen wollt, dann liked auf jeden Fall das Video, kommentiert und abonniert und macht die Glocke an und so. Ich muss noch reinkommen ins YouTube-Game. Denn ich habe noch ein paar richtig, richtig saftig-knaftige Schmuckstücke. Kuba, Dubai, ganz, ganz viele verschiedene Länder. Also wenn ihr da auch mal ein bisschen mehr dazu sehen wollt, also auch diese Vlogs, dass ich die mal schneide und hochlade, dann schreibt auf jeden Fall auch, lad die anderen Vlogs. Oder ich muss mir was anderes überlegen, das ist zu lang. Dann schreibt in die Kommentare mehr Vlogs, Digga. Alles klar. Geht's was essen. Also, haut rein, Freunde. Bis dann. Ciao.